Jo Leute, was geht? Ich bin's wieder, eure Becky, und ich bin wieder am Start für euch mit einem neuen Spooky Sunday. Ihr habt das euch so oft gewünscht und noch etwas anderes. Alter, warum ist meine Stimme schon so zitterig? Ich habe Angst, Leute, ich habe Angst. Darum geht's heute und das werden wir um Punkt 3 Uhr nachts öffnen. Also es wird doppelt und dreifach spooky. Aber schnappt euch lieber jetzt eine Grandma-Checkdecke, Leute, weil ihr werdet es garantiert brauchen. Definitiv. Ich wünschte, ich könnte eine benutzen, aber ich brauche wieder mal meine Hände dafür frei, denn ich werde heute zur Teufels- und Dämonenstunde dieses seltsame und gruselige, vielleicht auch verfluchte Megan Happy Meal öffnen, was einfach mal vor meiner Tür lag. Vielleicht könnt ihr euch ja noch daran erinnern, als ich diese Videos von Megan angeschaut habe, da ist das passiert. Das hat mir irgendjemand vor die Tür gelegt und Leute, ich glaube, ich sehe da drin eine Puppe. Ja, ich habe Angst, weil ich habe echt eine Puppenphobie, Leute. Das Happy Meal sieht so creepy aus. Was ist da wohl drin? Ja, jedenfalls habt ihr auch noch ganz oft geschrieben, Becky, könntest du vielleicht mal irgendwie Kameras aufstellen bei dir zu Hause oder dich beim Schlafen nochmal aufnehmen, um zu schauen, ob irgendwas Seltsames passiert. Soll ich das machen? Lasst unbedingt einen Daumen nach oben dann da. Sagen wir mal bei 16.000 Daumen nach oben, das schafft ihr niemals. Dann mache ich das, dann traue ich mich das, aber ich weiß nicht, ob ich wissen will, was nachts passiert hier. Jedenfalls werde ich jetzt nicht so lange labern. Wenn ihr auch noch herausfinden wollt, ob ihr eher Wednesday oder Megan seid, dann könnt ihr übrigens auch noch mein letztes Video anschauen. Macht unbedingt mit mir diese Challenge. Dann erfahrt ihr auch, was bei mir rauskam. Und wenn ihr neu hier seid, lasst gerne ein Abo da. Aktiviert die Glocke und ich würde sagen, wir sehen uns jetzt gleich beim Happy Meal öffnen. So, Leute, wir haben es jetzt genau 3 Uhr. Hier ist jetzt die Tüte, die vor meiner Tür lag, Leute. Und jetzt werden wir zusammen da mal reinschauen. Mal gucken, was im Happy Meal ist. Und wer? Ich sehe schon wieder eben so einen Kommentar, der sagt, Becky, es ist noch nicht 3 Uhr. Ja, ich lade es auch nicht um 3 Uhr nachts hoch, weil erstmal muss ich um 3 Uhr hier zum Beispiel das jetzt öffnen. Und da schlaft ihr alle noch. Und ich bin nicht live. Tada, hier ist es. Oh mein Gott, sieht die Megan darauf? Und dann diese, warum hat das zwei X'e drin? Diese Wackelaugen da. Gruselig aus, Leute. Wer legt mir so ein Happy Meal vor die Haustür? Und hinten ist es irgendwie komplett schwarz. Und dann haben wir hier, oh mein Gott. What? Warum ist die so? Oh mein Gott, das sieht voll gruselig aus. Wer legt mir so eine Puppe da rein? Ist das extra? Guckt euch sie mal an. Die Haare hier total zerzaust. Aber guck mal das Gesicht an. Wie gruselig ist das? Seht ihr das? Diese Augen. Und dann hat sie irgendwie so verdammt viele Löcher in den Klamotten drin. Und so viel Schmutz oder so. Die hat solche komischen Augen, die so auf und zu gehen. Ich mag Puppen nicht. Wir haben hier noch einen Fruchtquatsch. Und ein leerer Getränkebecher. Yay. Und hier haben wir noch einen Spieß. Okay, Leute, dann wollen wir mal das Happy Meal öffnen. Alter, warum bin ich so nervös? Warum bin ich so nervös? Was ist da denn alles drin? Hä? Leute, da sind gar keine Pommes drin. Also, da ist auch eine Nuggets-Tüte, aber was ist bitte in den Pommes drin? Hä? Sehe ich irgendwie Buchstaben? Kabel? Schaut da mal rein! Was ist das? Was ist das? Hallo? Es hat aufgehört. Was war das? Leute, was war das? Hallo, ist hier jemand? Dieser Alarm da oben war das nicht. Der hört sich nicht so an. Okay, ich schaue nachher mal. Aber hier, seht ihr? Da sind so ganz komische Dinge drin. Kann man das erkennen? Hier ist auch eine Schleife. Was ist das alles? Haare? Also wir haben einmal hier ein USB-Kabel. Wozu ein USB-Kabel? Weil sie so ein Halbroboter-Ding ist? Alter, was ist das? Ich weiß gar nicht, was ich als nächstes hier rausholen soll. Sieht mir so aus, als wären da mal Pommes drin gewesen. Aber irgendjemand hat mir hier Bonbons reingelegt. Was sind das für Bonbons? Headbanger sauer. Wer legt mir saure Bonbons da rein? Die mal probieren. Ich meine, die sind ja eingepackt. Boah, die sind wirklich sauer. Boah, die sind extrem sauer. Die sind ja saurer als die Zitrone. Alter, ich habe schon ein Matschauge. Ah, ja, das ist gruselig. Das ist gruselig. Das ist gruselig sauer. Wir haben hier auf jeden Fall noch eine Schleife. Aber Megan? Die hat doch so eine andere.
So blau-gelb, warum ist hier eine weiße Schleife? Leute, weiß jemand, was die Sachen zu bedeuten haben? Dann schreibt es mir unbedingt in die Kommentare. Vielleicht habt ihr ja irgendwelche Ideen. Weiß steht ja normalerweise für Unschuld, aber... Digga, Megan ist nicht unschuldig. Auf gar keinen Fall. Wir haben hier auf jeden Fall eine Packung Nuggets. Was ist hier noch runtergefallen? Ein Chip ist hier drin mit Kabeln. Das sind so Verbindungsstellen auch. Ein weißer, nee, zwei weiße. Blau, rot, schwarz. Das sieht mir aus wie ein Chip. Hat jemand Ahnung, von was das ist? Für was das ist? Das ist verdammt weird. Hier sind so schwarze Fäden drin irgendwie. Ich glaube, ich sollte lieber erstmal da reingucken. Was liegt hier rum? Wow. Wir haben hier Bonbons drin statt Nuggets. Sind doch Bonbons, oder? Slime Apple. Leute, da ist so ein gruseliges Ding drauf. Seht ihr das? Okay, das sieht spooky aus. Ist das auf jedem drauf? Ja. Hier in Rot, in Orange. Nochmal in Rot. Nee, warte, das ist Höllenwassermelone. Was sind das für Kirschneon? Komische Sorten. Blutorange. Soll ich die Höllenwassermelone ausprobieren? Oh mein Gott. Die sind ja auch wieder eingepackt, ne? Schaut mal den Bonbon an. Ey, habt ihr sowas schon mal gesehen? Ihr wisst, was das für eine Form ist, ne? Oh ja, ja. Ah, nein, no way. Das war so sauer, dass das einfach nur auch eklig schmeckt. Boah, kein Wunder, warum das da drauf war. Kein Wunder. Nein, nein, danke. Warum kriege ich sowas? Warum? Hier ist ein Geschenk drin. Ein Weihnachtsgeschenk? Was macht das denn da drin? Was hat das denn jetzt zu bedeuten? Sieht so ein bisschen aus wie die Dinger, die man sich am Weihnachtsbaum hängt. Was ist das? Ih, hier hängen Haare wieder dran. Was sind das für Haare? Moment, ich hol das erstmal noch raus. Und schau mir das genauer an, Leute. Ich glaube, das sind Megans Haare. Hier ist eine Strähne drin. Das sind nicht meine Haare. Also, ich habe helleres Haar. Leute, das sieht dunkler aus. Ist das eine Feder oder was ist das? Warum ist irgendwie... ein Kabel drin und dann sowas. Ihr sagt mir nicht, ich soll mir eine Megan basteln oder was? No way. Hier ist ein Chucky drin. Wie groß... Leute, was war das? Hallo? Ich habe gerade ohne Mist eine Tür gehört. Hallo? Hört ihr schon wieder? Ich habe keine Fenster offen. Ja. Hallo? Ist da jemand? Warum passieren so merkwürdige Sachen? Ist das an- und ausgegangen, Leute? Hä? Fährt hier ein Spielzeugauto rum? Was ist das? Hä? Hallo? Hä, wo kommt das denn jetzt her? Leute, was ist das? Woher kommt das? No way. Was passiert bitte gleich noch? Ich habe das Gefühl, die beobachtet mich oder so, aber wie kommt das jetzt bei mir zu Hause rein? Ich höre komische Geräusche. Alter, ich habe Angst. Ich habe richtig Angst. Wessen Auto ist das? Oder das kommt, weil die sagte die ganze Zeit, ich soll mit ihr spielen? Verstecken oder so? Ich schaue mir jetzt alles hier noch mit euch an und dann schmeiße ich das Ding da weg. Auf jeden Fall haben wir hier noch... Ih, was ist das? Warte, ich werde angerufen. Megan ruft an! Leute, die Megan-Nummer! Sie hat aufgelegt. Warum ruft die mich an? Die ruft schon wieder an. Hallo? Die Nummer wird immer schlimmer, jedes Mal. Umso mehr ich sie ignoriere und irgendwie mich aufrege, glaube ich, umso böser wird sie. Ich ziehe das jetzt durch. Ich ziehe es jetzt einfach durch, egal. Was ist das? Silikon? Ist das das, womit sie überzogen wurde? Also ein Roboter oder so? Wie in dem Film? Alter, was soll das heißen? Was soll das bitte heißen? Hier ist Ketchup drin. Ich will das jetzt ganz schnell hinter mich bringen, ehrlich. Wir haben hier
Ein Schraubenzieher. Was soll ich damit? Was soll ich damit? Was ist das denn? Leute, hier ist ein Trank drin. Ein schwarzer Trank. Wir haben hier irgendwie eine schwarze Luftschlange. Alles so dunkel. Warte, was ist das denn? Soll das eine Warnung sein? Was hat das zu bedeuten, Mann? Schlüssel? Ich glaube, die meint das wirklich ernst, oder? Dass ich sie basteln soll? Hier sind sogar Schrauben. Ich sag's euch. Meint ihr, ich muss sie machen? Gibt's ein Schrauben-Emoji? Dann postet mal sowas. Hammer-Emoji. Keine Ahnung, wenn ihr meint, ich soll irgendwie sowas bauen. Aber wie soll das funktionieren? Ich kann das nicht. Ich kann's einfach nicht. Und no way. Hier ist noch so eine Figur drin. Diese Frau da. Die sieht mindestens genauso gruselig aus. Was darf? Nee, warte, hier ist noch was. Hier ist ein Knopf drin. Ein brauner Knopf. Ich glaube, ich habe gerade noch einen gesehen. Warte, was ist das denn? Nee, hier ist der andere Knopf, aber ich habe gerade noch was gesehen. Schimmerte irgendwas Blaues. Warte, da sind zwei davon drin. Was ist das? Leute, das sind Augen. Ui, das sind blaue Augen. Oh mein Gott, das ist gruselig. Ich fühle mich beobachtet. Ich fühle mich noch mehr beobachtet, als ich sowieso schon beobachtet werde. Keine Ahnung. Und ja, hier ist dieses komische Zeug drin. Noch mehr von solchen Dingern hier. Und hier ist ein G. So ein kleiner Buchstabe. Für ein Armband oder so. N. Soll das ein Beste-Freunde-Armband werden? Nee, danke. Das möchte ich nicht haben. Ich glaube, das ergibt wirklich Megan. Was für komische Sachen waren da bitte in dem Happy Meal? Und was haben die alle zu bedeuten, Leute? Schreibt sie unbedingt in die Kommentare. Und vielleicht ist es wirklich eine gute Idee, Kameras aufzustellen. Aber wer ist bei mir zu Hause?